ein gemütlicher Kachelofen im Hintergrund. Das ist aber freilich nicht das Erfolgsrezept vom Landgasthof Spitzerwirt in St. Georgen am Attergau. Es geht natürlich um die Kulinarik. Wie die genau aussieht, das schauen wir uns jetzt an. In der Küche des Spitzerwirts haben Christine und Gerhard das Zepter fest in der Hand. Die Köchin, seit 31 Jahren im Familienbetrieb. Gerhard, der Junior, seit 20 Jahren. Der Landgasthof hat lange Tradition. Meine Großmutter hat angefangen, da schon vor fast 100 Jahren, mit einem ganz kleinen Betrieb. Meine Eltern haben dann vor auch schon vielen Jahrzehnten modernisiert, gekriegt und dann haben meine Frau und ich irgendwann vor 50, 26 Jahren mal das ganze Haus erneuert, alles neu gebaut und sind froh, dass wir es gemacht haben. Uns macht der Beruf heute noch Spaß. Der Umgang mit den Gästen und die Leute treffen sich bei uns, man hat ein Gespräch und kann die Gäste verwöhnen. Dass er noch einen Gasthof wie damals führt, hat für Gottfried Spitzer große Bedeutung. Der Wirtshaus ist eigentlich eine Kommunikationsstätte für alle. Ein Dorf ohne Wirtshaus, sage ich, ist kein lebendes Dorf. Und Wirtshaus braucht man, um die ganze Kommunikation im Dorf, im Land und überhaupt aufrechtzuerhalten. Dafür braucht's neben einer Wirtin das Herz des Betriebs, so nennt der Gastronom seine Frau liebevoll, ein eingespieltes Team im Service und gute Küche. Hier zaubern Christine und Gerhard eine Lammvariation mit Gemüse, Erdäpfelgröstl. Die Zutaten dazu kommen alle aus maximal 50 Kilometern Entfernung. Dafür gibt's das Armer Gastrosiegel. Wir haben sehr viele Produzenten aus der Umgebung, egal ob Gemüse, Fleisch, egal aus was für Sparte. Und wir kennen jeden Betrieb, wie es dort zugeht. Und wo die Tiere, wenn sie sind, wirklich nur so aufwachsen, wie es gehört, wo einfach eine natürliche Lebensweise nur gegeben ist für die Viecher. So wie hier am Biohof von Familie Gniegler. Seit 1982 hat der Betrieb in Rutzenmoos auf Lämmer umgestellt. Dass der Endverbraucher beim Landwirt vorbeischaut, keine Seltenheit. Qualitätskontrolle vor Ort sozusagen. Es ist für uns ganz wichtig, weil es ist unser großes Anliegen, dass der Kontakt zum Kunden einfach wirklich da ist. Wir sind auch froh, wenn für die Bioläden die Leute kommen, das wissen, wo kommen die Lämmer her und wie werden sie gehalten. Wir liefern selber die Sachen aus, was bestellt werden. So bleibt einfach der Kontakt zum Kunden immer gut aufrecht. Und das finde ich ganz wichtig, dass man die Kunden kennt und dass man miteinander was Gescheites macht. Und das gelingt dem Wirt der Produzentenpaar seit einigen Jahren. Der Spitzerwirt verkocht, was beim Landwirt ums Eck in oft liebevoller Handarbeit herangezogen wird. Teamarbeit, der Schlüssel zum Erfolg. Die Hauptarbeit macht meine Frau. Ich bin im Nebenerwerb, ich bin noch Altenpfleger. Für die Zerlegung und die Feinarbeit im Stall, Flaschelfuhren, bin ich froh, dass ich die Christen habe, weil sonst schafft man das nicht. Und es ist wirklich ein Miteinander. Und wenn man da nicht zusammenhilft, kann man sowas nicht machen. Hier und da denke ich mir, dass ich bin, aber wir haben zum Glück im Stall so viel dabei, wo ich ein bisschen gut weggekomme. Dass nicht immer ich die schwarze Schaf bin. In puncto Tierhaltung muss sich Gerhard Kniegler garantiert nicht schwarzes Schaf nennen. Wie sein Lammfleisch etwa als Dreierlei vom Lamm schmeckt, das können Sie ganz einfach selbst überprüfen. Beim Spitzerwirt in St. Georgen im Attergau.